Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute bei Dein sechster Sinn. Mit den Themen Lichtkörper, Lichtkanal haben wir ganz besondere Gäste, die Cecilia Silfontes und ihren Lebenspartner Alexander Leitner. Mehr dazu gleich. Lichtkörper, Lichtthemen, Mutter Maria, Erzengel Michael, das sind Themen, die wir heute wunderbar mit der Expertin Cecilia Silfontes und ihrem Lebenspartner Alexander Leitner, der übersetzen wird, besprechen werden. Und ich freue mich sehr über dieses und auf dieses schöne Interview. Cecilia, du bist ja ein international bekanntes Medium und channelst auch sehr viel, habe ich gehört. I do. Ja. Und wie bist du denn dazu gekommen? Wie kam das Channeling? Kam das auf einmal oder war das immer schon bei dir? Well, I was always a bit psychic. Nun, ich war immer schon hellsichtig. As a child, like many children now, I was very sensitive. Und so wie viele Kinder jetzt auch, war ich damals auch schon sehr hellsichtig. I could see or sense, rather sense, everything that went on with people around me. Ich konnte spüren und manchmal auch sehen, was in den Leuten um mich herum so vorgeht. But I thought this was how it was for everyone. Und ich dachte aber, so geht es ja allen. It was a bit of a problem for me as a child because I could not discern what was me and what was others. Und für mich war das als Kind herausfordernd, weil ich nicht so sehr unterscheiden konnte, was war jetzt von mir und was kam von anderen. And so if someone felt pain or were angry, I felt the same. Wenn also jemand Schmerzen empfand oder ärgerlich war, dann habe ich das auch so empfunden. But I was fairly psychic. Aber ich war da recht hellsichtig. And when I grew up, when I was a teenager in my 20s, I could see things that would happen to people around me. Und als ich dann so heranwuchs und so um die 20 herum war, konnte ich auch ein bisschen in die Zukunft sehen und ich wusste einfach, was den Leuten um mich herum so geschehen würde. But I was not so mature, so it wasn't so nice. Aber ich war da nicht so reif und deswegen war das nicht so angenehm. Because sometimes people thought I was spying on them because I knew things about them that no one actually knew. Und manchmal hatten die Leute auch den Eindruck, dass ich da rumspioniere, weil ich Sachen wusste, die eigentlich niemand wissen konnte. And also I felt very responsible if I had seen something that was not pleasant would happen to one of my friends. Und ich habe mich dann immer auch verantwortlich gefühlt. Ich habe mir gedacht, wenn ich Dinge sehe, die unangenehm sein würden für meine Freunde zum Beispiel. And I warned them, but they still ignored it and it happened. Und ich habe sie gewarnt, sie haben das ignoriert und das ist dann trotzdem geschehen. Then I felt responsible. I thought I should have stopped it. Dann war das meine Verantwortung. Ich dachte, ich hätte das irgendwie stoppen müssen. So then I told, I saw angels always. Und ich habe auch Engel immer gesehen. And so I told them, no, I don't want this. Und habe ihnen mitgeteilt, nee, also Schluss damit. I shut down completely. Habe das völlig abgestellt. Und dann, glaube ich, hast du auch einen anderen Beruf erlernt. Yes, then I went into medical research. Bin dann in die wissenschaftliche Forschung gegangen. I'm a statistician and a psychologist. Bin also auch Statistikerin und Research psychologist. Ja, also eine Forschungspsychologin. Spannend. Yeah, and so I worked for a long time in a medical and in a pharmaceutical company. Hab dann auch lange Zeit in einer pharmazeutischen Firma gearbeitet. And I was not happy. Und dort war ich nicht so glücklich. And I felt that something was missing in my life. Hab einfach das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt da in meinem Leben. But I had decided to shut down, and so I went making the wrong choice after the next wrong choice after the next wrong choice. Aber ich hatte mich ja entschieden, da abzuschalten. Und das hat dazu geführt, ich habe dann eine falsche Wahl nach der anderen getroffen. Until in the end there was complete chaos and I was in devastating situations with threats to my life several times. Bis am Schluss nur noch völliges Chaos da war. Und ich in einer Situation war, die darin gemündet hat, dass ich auch mehrmals mit dem Leben bedroht wurde. Yeah, and I wanted to have children also. Wollte aber auch Kinder haben. But I couldn't have any. It was excluded. I had made all the tests. It wasn't possible. I had nothing. Aber das war working. Ausgeschlossen. Ich habe da alle Tests gemacht und die haben dann einfach festgestellt, da geht nichts. And so anyway, in this difficult situation, and I was basically on the street in Switzerland. I had no home. I had no money. I had nowhere to go.
It was really tricky. Und die Situation damals war dann wirklich so, ich war in der Schweiz, hatte keinen Pass, hatte kein Geld, war auf der Straße. And people had tried to kill me. And so it was really, you know, as low as you can go. Und die Leute versuchten mich umzubringen, also viel tiefer fällt man dann nicht mehr. Yeah. And then I thought I have nothing to lose. Und dann dachte ich mir, naja gut, jetzt kann ich aber auch nichts mehr verlieren. So I will try healing. Also werde ich es mal mit Healing probieren. Wie kam das? Kam das von oben? Hast du eine Information bekommen, eine Botschaft, dass du das Healing jetzt, dass du ins Healing gehen no, sollst? No, I did not listen to anything okay. at this time. Naja, zu der Zeit habe ich auf gar nichts gehört. And so, but I got the impulse, so it came from somewhere, to find someone who was good in healing. Aber ich hatte einfach den Impuls, der von irgendwoher kam, jemand zu finden, der als Heiler oder Heilerin tätig ist. And I said, I can't have children, I want to have children. Und nachdem ich das konstatiert war, dass ich keine Kinder haben konnte, war das trotzdem mein Wunsch, Kinder zu haben. And so I went for healing once. Und bin einmal dorthin gegangen. And then I had a temporary relationship. Hatte eine kurzfristige Beziehung. Next month I was pregnant. Und im nächsten Monat war ich dann schwanger. Okay. Yeah, it was really. Und es war genau das, ein Wow. For me it was like, wow, this is a sign from God. Okay. Und für mich war das wirklich auch in die Richtung, wow, das ist ein Zeichen von Gott. Okay, so I will stay on this earth. Okay, dann werde ich auf der Erde bleiben. Und dann hast du dich dann wieder erinnert an deine Fähigkeiten von damals? Yeah. Then I was pregnant. I had no job. I could not live in Sweden because it was too dangerous. Yes. Ich hatte damals noch keinen Job. Ich konnte auch in Schweden nicht leben aufgrund dieser Drohungen. And so then I thought, okay, I have nothing to do. Und dachte mir, na, ich habe eh nichts zu tun. And so I went to find guidance with spiritual channels or tarot readings because how can I solve this situation now? Und habe mir gedacht, ich brauche da einfach Rat von jemandem. Habe mich dann umgehört, Leute, die channeln, Leute, die Tarotkarten lesen. And then eventually I moved home to Sweden. Und bin dann schlussendlich doch nach Hause, nach Schweden gezogen. And a friend of mine, she was giving tarot readings. Und eine Freundin von mir, die machte solche Tarotlesungen. And she said, Cecilia, I want you to come with me to the studio because we're going to have a live show tonight. Oh. Und sie meinte, ach komm doch einfach mit, Cecilia, wir machen heute Abend eine Live-Show im For Fernsehen. Moral support and so. Einfach nur, um mich zu stützen. So she went on half the show and then she said, Cecilia, now you do the rest. Oh. Und die hat die halbe Show gemacht und dann sagte sie, Cecilia, komm rüber, jetzt machst du den Rest. Ins kalte Wasser. Yeah. Yes, and it went perfect. Und das My war perfekt. Guides were there, everything was flowing. Meine geistigen Führer waren point. Da. Channelings. Und alles ist einfach perfekt geflossen, diese Channelings. Vorm Live-Publikum hast du dann gechannelt? Ja, yeah, it was a Live-Show in TV. Yeah. Ja, eine Live-Show im Fernsehen. Yeah. Oh, wow. Mm-hmm. Oh, wow. Yeah, and from there on I had loads of clients and, you know, I was doing that for some years. Und von da an hatte ich dann sehr viele Klienten, habe das viele Jahre gemacht. Mm-hmm. And then until one evening a guide came in to me. Just was such an expansion. Und eines Tages kam dann ein geistiger Führer auch in meinen Körper und es war eine enorme Ausweitung. And said, Cecilia, we want you to stop everything you're doing. Und meinte nur, Cecilia, wir möchten, dass du mit allem aufhörst, was du gerade machst. And I'm like, what? This is going perfect. I'm helping so many. I'm using my psychic skills. And so, yes, but we want it differently. Ja, und ich sagte, ja, jetzt Moment mal, stopp hier. Ich helfe doch vielen Leuten. Ich verwende meine alle meine Fähigkeiten auch, um vielen Leuten zu helfen und es läuft gut. Und sie meinten dann nur, ja, trotzdem möchten wir, dass du damit aufhörst. It was perhaps in December a year. Aha, das war im Dezember. And then they said, we want you to prepare for 6 months and on summer solstice go to this place and we will give you something new. Sie meinten dann nur, okay, du hörst jetzt auf, du bereitest dich 6 Monate lang vor und dann werden wir dir nach diesen 6 Monaten eine neue Information geben. And so I was practicing channeling and having groups together with friends and so on for 6 months. Hab dann während diesen 6 Monaten geübt, auch zusammen mit kleinen Gruppen, mit Freunden zu channeln. Mm-hmm. And then we went to a small island in the Kattegat Sea. Entschuldigung. Sind dann zu einem kleinen, zu einer kleinen Insel im Kattegat. At summer solstice. Okay. Genau, zur Sommersonnenwende. Und kam dann dieses, die Information kam, dass ihr zu der Insel gehen sollt? Die kam? Yes, they,
in December, yeah. they had shown me a point of light in the sea and said, go there on mm-hmm. summer solstice. Mm-hmm. Im Dezember, also wie wenn man sie mir einen Punkt gezeigt hätten auf der Karte, dort gehst du hin zur Sommersonnenwende. And we thought there is no island or nothing there, so we thought, oh, I have to rent a boat or how will I go there? But it turned out to be a very small island right there. Und ich dachte mir, aber hallo, da gibt's ja gar nichts. Vielleicht sollte ich ein Boot mieten, damit wir dann dorthin kommen. Also es hat sich herausgestellt, dass es dort eine ganz kleine Insel gibt. Yeah, so we went there and then that is when they presented the new light body to me. Und dort haben sie dann diesen neuen Lichtkörper für mich präsentiert. And then they asked me to bring it to the world. Ja, wie war das? Wie kam der Lichtkörper zu dir? Also warst du in einem Channeling, in einem Zustand der Trance, Bewusstseinserweiterung? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du so eine Information bekommst, so ein Channeling mm-hmm. machst? Well, I got it in many ways. Also das geschah auf vielerlei Weise. First of all, I was channeling for several days. Ich habe da mehrere Tage lang gechannelt. And when I channel, I get a lot of different impressions. Und während ich im Channeling bin, bekomme ich viele Informationen. Sometimes I hear just words to bring through. Manchmal höre ich einfach die Worte, die durchzubringen sind. And then you only get like one word or half a sentence at a time, so you don't know where what they are going to say. You just have to trust and speak whatever is coming. Und manchmal bekommt man auch nur ein Wort oder einen halben Satz und dann muss man halt das Vertrauen aufbringen, dass die schon wissen, wo es hingeht. And in this case also with the new light body, I saw geometric structures that they wanted me to describe. Und jetzt im Fall vom neuen Lichtkörper haben sie mir einfach geometrische Strukturen gezeigt, die ich dann also beschreiben sollte. And sometimes I can see written messages. It can be in all kinds of ways. Manchmal sehe ich auch geschriebene Botschaften. Das kann also ganz unterschiedlich ausfallen. But it is always with that sense of expansion. Aber es geht immer einher mit einem Gefühl der Ausweitung. Like there is something more in me than normally. Dass etwas mehr in mir ist als normalerweise. Mhm. Hast du das, verändert sich dann auch deine Stimme? Ich glaube, du machst auch Live-Channelings mhm. mit viel Publikum in Seminaren. Mhm. Und sieht man das dann auch, dass du dich veränderst? Das Publikum kann das sehen? Dass sich deine Stimme verändert oder du bewegst dich anders? Ask Alex. Ja, ich kann das ja vielleicht beantworten. Also das ist, also jetzt rein physisch sieht man keine Veränderung, aber mhm. schon in der Stimmlage. Und das verändert sich auch je nachdem, wer spricht. Ah, okay. Also, und das ist aber nicht immer dasselbe. Man kann nicht sagen, okay, die Tonlage, das ist Erzengel Michael. Aber man merkt, es ist eine andere Tonlage, ob jetzt zum Beispiel der Michael spricht oder ob Maria spricht. Oder irgendjemand, was auch oft sehr deutlich ist, dass wenn sie Sachen erklären, dann ist es so in Alltagstonlage. In Meditation, wenn sie die führen mit Visualisierungen und Ähnlichem, dann wird die Stimme oft sehr viel leiser und sanfter. Okay. But I also feel that there is a difference in body language. Ja, in der Körpersprache gibt es auch einen Unterschied. Some guides, they are like, you know, using my body in ways I don't normally do. Manche dieser geistigen Führer benutzen den Körper auf Weise, die ich nicht anwende. And others are coming with very soft movements, with the energy they're coming through. Andere benutzen dann den Körper, um ihn auf ganz bestimmte Weise zu bewegen, um dann auch Energien im Raum zu erschaffen oder zu bewegen. So there are subtle changes for sure, or not so subtle. Manchmal subtile und manchmal alles andere als subtile. Ja. Und wie lange dauert so ein Channeling? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann eine Stunde oder zwei oder ein ganzer Tag? Well, ja. When I'm giving a seminar. Wenn ich ein Seminar halte. The guides prefer to have at least 3 days. Bevorzugen die geistigen Führer, dass das mindestens 3 Tage dauert. So we channel from morning until evening, sometimes evening sessions, from morning till evening, from morning to afternoon. Und das ist dann oft so, vom Morgen zum Abend, dann am zweiten Tag Morgen, Abend und dann vielleicht noch eine Nachtsitzung und am dritten Tag wieder bis zum Nachmittag. Und wie geht's dir dabei, wenn du die ganze Zeit oder diese Stunden in dieser hohen Energie verbringst? Veränderst du dich auch dann am Abend, nachts, im Alltag? Wie gehst du damit um? Well, first of all, when I channel, it's so relaxing. Also wenn ich channele, ist das enorm entspannend. It takes of course a lot of concentration to follow what they are saying and to bring it through in the way intended.
Natürlich beansprucht es einen in der Weise, dass man sich konzentrieren muss, um dem folgen zu können, was sie denn vermitteln möchten. But it's so beautiful energies and you just sit there. Aber es ist einfach wundervolle Energien und du sitzt einfach selber und genießt. And so, and then, I think over the days when we are channeling, I get pretty energetic. Über die Tage hinweg, während wir das machen, werde ich sehr energetisiert. And then, of course, when we come home after a day and into daily life and having to deal with all the normal things, then I need some days to rest. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, auch in den Alltag und in die Familie, dann braucht es schon ein paar Tage, mich wieder anzupassen bzw. auch zu entspannen. Ja. Wie gehst du wieder raus aus dem Channeling? Gibt es da eine bestimmte Technik oder erdest du dich wieder oder spürst du, dass die Energie weggeht, die bei dir war? It's like a gentle fading. Das ist wie wenn das ganz sanft austrümmt. Like if you have music fading out. So. Ja, so wie man die Musik langsam in der Lautstärke runterstellt, sozusagen. Und dann ist es ein ganz anderes Gefühl wahrscheinlich auch. Ne? Dieses, ist das Ausdehnende dann, wie es aus dir herausfließt? Oder? Yeah, normally, right after a channeling, when I have finished saying everything they wanted to say. Also gerade nach einem Channeling, wenn ich alles durchgebracht habe, was sie denn gerne erzählen möchten. Then I'm very often spaced out. Dann bin ich doch oft abgehoben. I may have felt in the channeling as I'm here totally and I'm not so high. Im Channeling selber kann sich das dann schon so anspüren, dass ich vollständig präsent bin und gar nicht so weit weg. But then when coming back it can be, ooh, wait a minute, where is my body? Ja, genau. Aber dann beim Zurückkommen kann sich das schon so anspüren, okay, wo ist jetzt mein Körper, wo bin ich gerade? And so then the guides have presented a grounding technique to use to come back, but it can take minutes to come back, depending on what we have done. Und ja, natürlich, die geistigen Führer haben da Techniken vorgestellt, wie man sich erden kann, aber das kann schon mal ein paar Minuten dauern, um wieder vollständig zu landen. But it's the same thing for the participants. They are also spaced out and, you know, need time to step down into this reality. Aber das geht ja den Teilnehmern dann auch nicht anders. Die brauchen ja auch ihre Zeit, um sich wieder in diese Wirklichkeit sozusagen einzugliedern. Wow. The longest time was once in Kiming when we were there on a big conference. I think there were 200 people. Also ich glaube, das längste bisher war mal auf einer Konferenz in Kiming, so mit ungefähr 200 Leuten. It took at least 1 hour after the channeling before anyone moved. Das dauerte also wirklich eine Stunde, bis irgendjemand sich nach dem Channeling überhaupt bewegt hat. Wow. Wow. Puh. Great. Ja. Ja. Und ich habe im letzten Newsletter gelesen, Mutter Maria kam zu dir oder auch der Erzengel Michael kommt ab und zu dir. Wie kannst du denn erkennen, dass es dann Mutter Maria ist oder der Erzengel Michael? Gibt es eine bestimmte Energie oder zeigen sie sich in bestimmten Formen oder Gesichtern? Wie erkennst du, wer es ist, wer dich gerade besucht? It's an interesting topic. Das ist natürlich eine interessante Frage. Because if you take Mother Mary for example. Yeah. Nimm mal Mutter Maria als Beispiel. She is much more than this single incarnation she has been here. Sie ist ja auch als Wesen sehr viel mehr als diese einzelne Inkarnation, auf die wir uns meistens beziehen. And it's not that she wants to be connected to that incarnation. Es ist ja nicht so, dass sie mit dieser Inkarnation verbunden sein möchte oder in Bezug gebracht werden But möchte. But she often says, this is Mother Mary, because she thinks it is polite to the people who are listening. Aber sie stellt sich oft so vor, weil sie das als höflich empfindet gegenüber den Zuhörern. So, but she has a very soft and gentle, yet very clear and precise presence. Sie ist sehr sanft und sehr weich und gleichzeitig aber auch sehr kraftvoll und präzise in ihrer Präsenz. And Michael, he is also his main quality, I would say, is clarity. Und bei Michael ist es hauptsächlich die Klarheit, die hervorsticht. And he comes through with a crystal clear energy. Und der kommt wirklich mit einer ganz kristallklaren Energie durch. That is not so soft and gentle like Mother Mary. Die ist eben nicht so sanft und weich wie die von Mutter Maria. But the guides say it's important not to hang on to who is saying something. Aber die geistigen Führer heben da deutlich hervor, dass man sich da nicht so dranhängen soll, wer was sagt. Because anyone could come in and say, I'm Mary or I'm Michael. Or weil da ja auch irgendjemand daherkommen könnte und sagen, ich bin Maria oder Michael. But it is, the important thing is, what does it do to you?
Das Wichtige ist, was bewirkt das in dir? Does it make you feel better about yourself? Führt es dazu, dass du dich mit dir besser fühlst? Does it support you to see more options in your life? Unterstützt sich das in deinem Leben, mehr Möglichkeiten zu sehen? To sense more light, more love. Mehr Licht und Liebe zu spüren. I mean, these are the things that they aim for the people who are listening. Das sind so die Ziele von ihnen aus gesehen für die Gruppe. So it's always more important to ask, what does this do to me? Also es ist immer wichtiger zu fragen, was bewirkt das in mir? Because they don't want that we sort of worship them or oh, they're so high. And es ist ja nicht so, dass sie möchten, dass wir da zu ihnen aufschauen und sagen, oh, die sind so toll. They want to show us our potential, our light. Die möchten ja uns unser Licht zeigen und unser Potenzial. And support us in transforming to become equally light as they are. Und uns darin zu unterstützen, genauso lichterfüllt zu werden, wie sie es sind. Schön. Wenn du ein Seminar gibst, ein Live-Seminar, sind denn die Themen, die du channelst, schon vorgegeben oder kommt es dann einfach den Teilnehmern entsprechend zu dir, dass diese Themen auch den Teilnehmern passen, stimmig sind für die Teilnehmer? Wie ist es? Well, normally they would set a theme for the seminar. Was sie normalerweise machen, ist für das Seminar ein Thema vorzugeben. But because I don't have the information, what's going to come through before I actually start channeling, it's difficult to describe it. Aber da ich die Information im Vorhinein nicht habe, über was sie dann im Seminar sprechen werden, ist es oft schwierig, das dann eine Seminarbeschreibung überhaupt abzugeben. Yeah, to do it before it's actually happening. Das zu machen, bevor es passiert. But they give normally a few words what the topic is about. Aber normalerweise beschreiben sie das schon mit ein paar Worten. Und ich glaube, man kann die Seminare auch auf dem Internet oder Webseminar, man kann mitmachen übers Internet, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es live zu sehen, über eure Website oder wie läuft es? At the moment I'm giving webinars, evening webinars, just short for people who want to tune in to what it is we are doing or who are in some specific lightworker groups. Also im Augenblick halte ich Webinare, das sind für den Abend, so zweistündig, wo man einfach zuhören kann, sich einstimmen, auf was die Arbeit so hinausläuft und manchmal auch ganz spezifisch für gewisse Gruppen. And very often when we give a seminar, we also allow remote participants, so that we will transmit all of the recordings to them, so they can listen. Und was wir auch manchmal machen, ist bei den Seminaren Distanzteilnahme auch zuzulassen. Das heißt, wir senden dann die ganzen Live-Aufnahmen direkt an die Leute zu Hause. Und ich glaube, du bildest auch aus, schon sehr lange. Wie läuft so eine Ausbildung ab bei dir? Du bildest, glaube ich, Lichtarbeiter aus. Oh, yes, yes, we are. I have a project with many of my guides that I call the Planet of Light. Also es gibt da ein Projekt, das ich damit gemeinsam mit meinen geistigen Führern durchführe und das nennen sie der Planet des Lichts. It's actually Mother Mary's project. Also tatsächlich das Projekt von Mutter Maria. And that project is about working with what we call the libraries of light. Und dieses Projekt handelt in erster Linie davon, mit Strukturen zu arbeiten, die wir die Lichtbibliotheken nennen. Because just like we have an aura and a light body, so does the earth. Genauso wie wir eine Aura besitzen und einen Lichtkörper, so ist es ja für die Erde auch. And also the collective of humanity. Und auch das Kollektiv der Menschheit hat es. So it exists like an ethereal plan, one can say, for the evolution of humanity and the evolution of the earth. Man kann also sagen, dass es im Ätherischen einen Plan gibt für die Weiterentwicklung der Menschheit und der Erde. And the Planet of Light, that is a project that aims to manifest that plan, to und make it real. Dieses Projekt, genannt eben der Planet des Lichts, zielt darauf ab, diesen Plan für die Menschheit zu manifestieren. And so we are traveling all about the earth to different places, working with energies, building light. Das heißt, all about the earth. Wir reisen da um die Erde herum an ganz spezifische Orte, um dort dann vor Ort zu arbeiten und Licht aufzubauen. Mit deinen Studenten dann? Yeah. We're always inviting anyone who feels drawn to participate to come with us and do this work. Also die Einladung geht immer an alle, die sich da hinzugezogen fühlen. Ich glaube, ich habe gesehen, das nächste Projekt ist dann im Juni.
That's right. Im Nordkap. Mm-hmm. Ja? Correct. Und da gibt es ja diese schönen Mittsommernächte. Yeah. Ist das dann eine ganz besondere Energie? Ist da noch mehr Energie zu spüren? Oder wie nimmst du das wahr? I think so. It seems like the guides always want to do something on summer solstice, for instance. Ja, also mir scheint es so. Mm-hmm. Es kommt mir auch so vor, dass die Guides immer gerne zur Sommersonnenwende arbeiten. And for instance, the new light body, this they wanted me to start it at summer solstice. Zum Beispiel auch beim neuen Lichtkörper wollten sie ja, dass ich damit zur Sommersonnenwende beginne. And it's very open and very beautiful energies then. Es sind sehr offene und schöne Energien mm-hmm. zu dem Zeitpunkt. Mm-hmm. Schön. Und ich glaube, du machst auch das nächste Seminar in Zürich, in der Schweiz, glaube ich, habe ich gelesen. Mhm. Da gibt es das nächste Seminar vom 18. bis 21. Mai. Yes. Genau. Wie läuft das ab? Was passiert da in dem Seminar? And this particular seminar is about the new light body. Also dieses ganz spezifische Seminar handelt vom neuen Lichtkörper. So it's a seminar for light body graduates. Das ist also ein Seminar für Leute, die schon mit dem Lichtkörper arbeiten. And so we have every year a seminar. Und das passiert jedes Jahr. And to look what is changing now with the light body, what new possibilities do we have, how can we work with it. And this is about the five-dimensional light body. Und wir schauen also jedes Jahr, entwickeln da weiter, gucken, okay, wie funktioniert der Lichtkörper, gibt es da Veränderungen, wie können wir den neu ausrichten und anpassen. Und dieses Jahr geht es ganz spezifisch darum, über die fünfdimensionale Ausdrucksform des Lichtkörpers. And also about the third wave of spiritual evolution. Auch über die dritte Welle der spirituellen Evolution. We had the first wave all up until 2012. Da gibt es also diese erste Welle, die lief bis 2012. And now we are in the second wave of spiritual evolution. Und jetzt befinden wir uns in der zweiten Welle dieser spirituellen Weiterentwicklung. Where we can connect to more powerful light and energy and make deeper changes in ourselves and in the earth grid and in the collective of humanity. Und da können wir uns also mit mehr Energie verbinden, mit mehr Kraft und können auch diese Verbindungen zu uns, zum Erdgitternetz und der Menschheit ganz im Allgemeinen stärken. And in the end of this second wave, then all spiritual light will become visible. Gegen Ende dieser zweiten Welle wird alles spirituelle Licht sichtbar werden. So that means that you could see the light body around people. Das heißt, energies. Zum Beispiel, dass man dann, dass jeder den Lichtkörper um andere herum sehen kann. It will be visible for everyone, not just for people who are spiritually interested or psychic. Und es gilt dann tatsächlich für alle, nicht nur für jene, die hellsichtig sind oder die ein spirituelles Interesse haben. And according to my guides, that is when there will be a real shift on this planet. Und was meine geistigen Führer dazu eben sagen, ist, das wird zu einer wahrlichen Verschiebung, einer Veränderung auf dem Planeten führen. Because then, if you can see the light around someone. Weil du, natürlich, wenn du dann das Licht um andere herum sehen kannst. And when you can see how your light is connected to mine. Und du auch sehen kannst, dass dein Licht mit meinem verbunden ist. And to everyone on this earth. Und mit allen auf der Erde. That we are really one life. Dass wir wirklich ein Leben sind. Then we cannot continue with all of the illusions that we are having in this moment. Dann können wir mit den Illusionen, die wir im Augenblick noch haben, nicht weitermachen. And therefore the transformation at that point will be very rapid and include everyone. Und daher wird auch die Transformation zu dem Zeitpunkt alle mit einschließen und sehr sehr rasch ablaufen. When that happens, that is of course up to us. Wann das passiert, liegt an uns. Depending on how much we participate in building up light around the earth or doing what we are here to do, whatever that is. Und das hängt davon ab, wie viel Licht wir auf dem Planeten aufbauen im Allgemeinen und wie weit wir an uns selber arbeiten auch. Ja. Wenn jetzt jemand gar nicht an sich arbeiten möchte, wird der auch mit eingebunden und sieht dann auch das Licht oder ist derjenige dann eher davon abgegrenzt? Wie würdest du das beschreiben? This idea that there would be ascension for a group and the rest will be left has nothing to do with spirituality. Also diese Idee, die es ja gibt, dass dieser Aufstieg, diese Weiterentwicklung mit einer Gruppe zu tun hätte und der Rest wird dann leider zurückgelassen, hat nichts mit Spiritualität zu tun. Just with illusionary ideas of superiority and stuff like that. I'm better. Oh, look at me, how much light I have. Das sind dann eher illusionäre Ideen, dass man irgendwie besser wäre als andere und dann meint, schau mal mein tolles Licht an und ich habe mehr als du. The spiritual evolution is not about competition or being better or so.
spirituelle Weiterentwicklung hat also nichts mit Wettbewerb zu tun oder besser zu sein als irgendjemand. It is about fulfilling the divine plan for all life. Sondern den göttlichen Plan für alles Leben zu erfüllen. And so yes, everyone will see it and everyone will, when they see it, change because they will forget about illusions. Ja, also es geht um alle. Alle werden sehen und natürlich, wenn jeder das sieht, werden sie sich verändern. Wie wunderbar das klingt. Ja. Yeah. Ich glaube, it is an evolution of our consciousness that's taking place. Es ist eine Weiterentwicklung unseres Bewusstseins, die stattfindet. Mhm. Wunderschön. Ich glaube, du hast auch einen Preis gewonnen 2011. No, 2002. Mhm. Magst du zu dem Preis kurz etwas sagen? Ich glaube, einen Friedenspreis hast du bekommen. It was the All African Religion Peace Award. Der Preis heißt Gesamtafrikanischer Religionsfriedenspreis. Wow. Because my guides had come through with techniques for divine peace. Meine geistigen Führer haben also Techniken durchgebracht zum Thema göttlichen Frieden. And they say, you know, it's clear that we are going to live in peace in this world. Und für sie ist es völlig klar, dass wir in dieser Welt auch in Frieden leben werden. Nothing else is possible. Das geht gar nicht anders. It's only a matter of when. Es ist nur die Frage, wann. Because the energies are here, they are already here, built all around the earth. Die Energien sind ja schon da, sie sind um die Erde herum aufgebaut. And so in 2001, just before 9/11. Also 2001, in dieser Phase vor 9/11. My guides told me that there will be a crisis, a very severe crisis in the autumn. Haben meine Führer mir gesagt, okay, es wird im Herbst eine wirklich ernsthafte Krise entstehen. And you will be on the edge of world war. Und ihr werdet euch so an der Grenze zu einem Weltkrieg befinden. And so they said, we want to offer an alternative. Und meinten nur, wir möchten dem eine Alternative anbieten. And so they came through with techniques in how to build peace in self and in the world. Und haben dann eben diese Techniken hergebracht, wie man in sich und für die Welt Frieden erschaffen kann. And there was a group in West Africa that started to work with these techniques. Und in Westafrika gab es dann auch eine Gruppe, die angefangen hat, mit diesen Techniken zu arbeiten. And then the leaders there could see how violence was sort of going down. Und man konnte dann auch in certain areas where people were working with divine peace. Man konnte dann auch in den Gebieten, wo die Leute mit göttlichem Frieden gearbeitet haben, sehen, dass also Gewalttaten abnehmen. And so one can really see a change in society when one uses it. Das heißt, wendet man das an, kann man tatsächlich diese Effekte in der Gesellschaft beobachten. And that's why I got this prize, because they could see that difference. Wow. Und genau deswegen habe ich dann auch den Preis erhalten, weil man diesen Unterschied auch messen konnte. Und was würdest du denn den Zuschauern raten? Was können sie denn tun, den Frieden auf dieser Welt zu unterstützen? Hast du da eine Botschaft für unsere Zuschauer? Well, first of all, to become peaceful yourself. Also der erste Schritt ist, selbst Frieden zu werden. Look at when are you acting aggressively or in a way that is not creating peace, because we are all part of creating the collective. Nachdem wir alle Teil daran haben, das Kollektiv mitzuerschaffen, geht es natürlich darum zu schauen, wann bin ich denn selber aggressiv? And wann benehme ich mich auf eine Weise, die eben nicht Frieden erschafft? And on my website we have a listening room. Auf meiner Webseite gibt es auch einen Hörraum. Where people can go and listen to meditations on peace, for instance. Und da kann man rein und sich zum Beispiel eben auch Meditationen zum Frieden anhören. And see if this is something that speaks to them. Und dann kann man that natürlich reinspüren, ist das was für mich? Spricht das zu mir? It's beautiful. Ja, ich habe gesehen, dass dir so viele ganz tolle Sachen auf deiner Website stehen. Artikel, die du geschrieben hast, Bücher, glaube ich, hast du auch geschrieben. Ja. Und Seminare, die man dann buchen kann. Es gibt auch kostenlose Videos zum Reinschauen. Also ganz viele Möglichkeiten für die Zuschauer, sich da einfach einzuklinken in eure wunderbare Arbeit. Ja, yeah, we want to present an opportunity for everyone to find light. Also wir möchten einfach allen eine Möglichkeit anbieten, Licht zu finden. Mhm. Wunderbar. Also ich bin ganz berührt auch von dieser tollen Arbeit und möchte mich herzlich bedanken. Also hast du noch eine Botschaft für unsere Zuschauer, noch einen Satz, eine Affirmation, die du gerne mitgeben möchtest, vielleicht von Mutter Maria, die wichtig wäre für den inneren Frieden? Okay, so we can make a short channeling. Ah.
Wir können ja ein kurzes Just Channeling five machen. Minutes or so. Great. So, 5 Minuten Channeling vielleicht. Take a break just so. Dear one. Ihr Lieben. This is Mary. Hier ist Maria. Mother Mary. Mutter Maria. Together with many guides and beings of light. Gemeinsam mit vielen geistigen Führern und Lichtwesen. And as you begin to attune to this message. Während du beginnst, dich auf diese Botschaft einzustimmen. Take a while to relax. Nimmst du dir die Zeit, um zu entspannen. And know that you do not need to accept anything we say as true. Und weißt auch, dass du nichts von dem, was wir sagen, als deine Wahrheit akzeptieren musst. However, it may well be. Obwohl dies so sein kann. And so we encourage you to listen within. Also ermutigen wir dich, nach innen zu hören. And to sense our presence. Und unsere Präsenz zu spüren. Because we are here for you. Weil wir für dich da sind. Here for the world. Und für die Welt da sind. The light and presence of guides and angels is always there. Das Licht und die Präsenz geistiger Führer und Engel ist immer da. And you can sense it. When you relax. Wenn du dich entspannst, kannst du das auch spüren. And we have heard a collective question. Wir haben eine kollektive Frage gehört. What is the purpose of life? Was ist der Zweck des Lebens? Is there? Gibt es einen? Is there a purpose for me? Gibt es einen Zweck für mich? For humanity. Für die Menschheit. Is there a plan? Gibt es einen Plan? Or is everything just random events? Oder sind dies ansonsten einfach zufällige Ereignisse? Occurring without any specific order. Die ohne spezifische Ordnung einfach geschehen. And to this, we'd like to say yes, yes and yes. Und dazu würden wir gerne antworten, ja, ja und ja. For there is a plan for you. Es gibt einen Plan für dich. There is a plan for humanity. Es gibt einen Plan für die Menschheit. There is a plan for the earth. Es gibt einen Plan für die Erde. And it all happens in seemingly random events. Und diese trägt sich in scheinbar zufälligen Ereignissen. For the nature of reality is not exactly how you see it. Da die Natur der Dinge eben nicht so ist, wie du sie siehst. It is more multidimensional webs of light and events. Es ist eher ein multidimensionales Netz und Geschehnisse darin. That are unrelated to time. Die nicht mit der Zeit in Beziehung stehen. Which means that evolution can go very rapid or very slow. Was bedeutet, dass Entwicklung sehr schnell oder sehr langsam verlaufen kann? Because it is dependent on when you focus on it or not. Weil sie davon abhängt, ob du dich darauf fokussierst oder eben nicht. For you can draw light to you. Da du Licht zu dir ziehen kannst. In any moment and transform any situation in your life with light. Dies in jedem Augenblick tun kannst und jegliche Situation in deinem Leben transformieren kannst. Or you can not do that. Oder du tust es nicht. The choice is yours. Die Wahl liegt bei dir. For you live in a world of opportunities. Da du in einer Welt der Möglichkeiten lebst. And there is this vast web about you. Um dich herum
befindet sich ein riesig ausgedehntes Netz. That we call your soul's web of life. Und das nennen wir das Lebensnetz deiner Seele. Moments and opportunities. Momente und Möglichkeiten. Where light can show itself. Wo das Licht sich zeigen kann. Enlighten you and your life. Dich und dein Leben erleuchten kann. But your soul will not force itself onto you. Deine Seele wird sich dir nicht aufzwingen. But it connects to you when you observe it. Sie verbindet sich, wenn du sie beobachtest. And you say, I invite my soul. Und du sagst, ich lade meine Seele ein. Then it is there. Dann ist sie da. And perhaps that is the plan, perhaps that is the purpose. Und vielleicht ist das der Plan und vielleicht ist das der Zweck. That your soul would descend into your life on earth. Dass deine Seele in dein Leben auf der Erde absteigt. That you would become light. Dass du Licht wirst. For there is a source. Weil es eine Quelle gibt. A source of light and energy and consciousness. Eine Quelle des Lichts, der Energie und des Bewusstseins. That some people would call God. Die einige Leute Gott nennen würden. And this source has an intent with everything. Und diese Quelle hat mit allem eine Absicht. It wants to be part of everything. Sie möchte an allem teilhaben. And that is really the plan. Und das ist wirklich der Plan. For you to feel the light of the source. Dass du das Licht der Quelle spürst. To be it. Es zu sein. The divine plan for humanity. Der göttliche Plan für die Menschheit. Is for every human to radiate the light of the source. Ist, dass jeder Mensch das Licht der Quelle strahlt. To be the love of the source. Die Liebe der Quelle zu sein. And for us in the spiritual world. Für uns in der spirituellen Welt. There is no doubt that this will happen for everyone. Gibt es keinerlei Zweifel, dass dies für jeden geschehen wird. For it exists already on the energy planes. Weil dies auf den Energieebenen bereits jetzt existent ist. All that we are waiting for is you. Alles, worauf wir warten, bist du. For you to feel your light. Dass du dein Licht spürst. Your opportunities. Deine Möglichkeiten. To make a difference in this world. Um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. By simply being what you are. Einfach dadurch, dass du bist, was du bist. A beautiful being of light. Ein wundervolles Wesen des Lichts. Love and consciousness. Der Liebe und des Bewusstseins. So blessings, dear ones. Segnungen, Geliebte. We see you. Wir sehen dich. Now it's for you to see you. Und jetzt geht's darum, dass du dich siehst. To see the source in you. Die Quelle in dir zu sehen. And in everyone. Und in allen anderen.